Wir streamen, oder? Livestream, ey, cool, cool. Passt auf, also, schön, dass es jetzt klappt. Schön, dass ihr hier seid, Mann. Erstmal mega nice. Willkommen. Schön, dass du da bist. Ey, ja, genau. Schön, dass ich hier schön, auf Madeira bin, bist. Oder? Danke. Schön, dass danke. Du hier in dem Haus bist. Danke, dass ich auf Madeira auch sein darf. Ja. An Simon, danke, Unge. Ja, wir sind zu viert. Der liebe Nia ist mit dabei, Toni ist mit dabei und Toni ist mit dabei. Verwechselt euch die Leute oft? Die Tonis, ja, passiert ja. häufig. Ja, kennt sie. Okay, passt auf. Das heutige Format ist eigentlich ein relativ entspanntes Format, ne? Das Ding ist, wir haben uns ein paar Fragen rausgesucht. Das sind 11 Fragen. Sieben Fragen in 77 Minuten, also man hat pro Frage 11 Minuten Zeit, die zu beantworten. Und es sind Fragen, die sind sicherlich nicht angenehm zu beantworten. Das sind Fragen, bei denen auf jeden Fall hundertprozentige Ehrlichkeit erwartet werden. Von eurer Seite und von meiner Seite auch. Ich habe das Ganze schon mit Rezo und T gemacht und es ist einfach so ein Abgrund in eure Seele. So, man sieht so rein und dann kann man erkennen, was für böse und abtrünnig eklige Menschen wir eigentlich sind. Finde ich gut. Und das ist dann so, dass tatsächlich nach 11 Minuten, also wir antworten immer zu viert, wir sprechen uns irgendwie ab, wer zuerst anfängt oder wir machen einfach ein Gespräch darüber. Und nach 11 Minuten geht das Mikrofon aber aus. Das heißt, es wird oftmals so sein, dass jemand noch mitten im Satz ist und dann quasi die Antwort einfach nicht mehr da ist. Das heißt, ihr kommt wahrscheinlich nicht mal mehr dazu, den Punkt zu machen. Und wir werden euch aber auch keine Zeit angeben, wenn es soweit ist. Das heißt, man muss ungefähr ein Gefühl haben, wenn man am besten die Fresse hält. Okay. Ja, Tobi, ich glaube, wir können anfangen. Lass es beginnen. Let's go. Komm, lass uns alle mansplainen. Wie weit würdest du für die Sicherheit deiner Familie gehen? Würdest du zum Beispiel töten oder was würdest du tun? Okay, also die Frage ist, wie weit würdest du für die Sicherheit deiner Familie gehen? Würdest du töten oder nicht? Zeit läuft. Aber was für eine Situation denn? Also wenn jemand kommt und sagt, ich töte deine Familie. Mhm. Die schlimmste Situation. Also die schlimmste Situation, die du ausdenken könntest. Ich würde safe für meine Familie töten. Auf ja? jeden Fall. Klar. Ohne Kompromiss? Ohne Kompromiss. Ohne Kompromiss. Ich glaube, in dem Moment, wenn es hart auf hart kommt, dann denkt man nicht nach. Dann hat man ja. nicht die Situation, wo ja, man sagt, true. Oh, mache ich das jetzt oder nicht? So, dann true. Geht's hart auf hart. In dem Moment kannst du ja wählen zwischen deiner Familie oder dem so anderen. Random Menschen töten. Ja. Ja. Dann töte ich die mit diesen Aber Menschen. Es gibt ja auch sicherlich Situationen, glaube ich, wo es halt dann fraglich ist. Zum Beispiel gibt es auch bestimmte Möglichkeiten, wo man es auch theoretisch ohne Töten hinbekommt, für die Sicherheit seiner Familie zu sorgen. Mhm. Aber Töten, so blöd es klingt, hat der schnellere und direktere Weg. Wisst ihr, was also ich meine? Also wenn es der schnellere Weg ist, dann will ich es wirklich nicht nehmen. Ja. Wenn es der einzige Weg ist oder der mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dann wahrscheinlich schon. Das ist ja voll schlimm. Ja, natürlich. Also versuchen vorher... Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann... Also lass uns mal ein Szenario überlegen. Zum Beispiel, ihr seid irgendwo mit der Familie im Urlaub, ja? Aha. Und ihr fahrt mit dem Auto eine Landstraße entlang und plötzlich hält vor euch ein Auto und jemand zieht eine Waffe und sagt, okay, aussteigen. Und ihr habt halt die Möglichkeit, den Anweisungen Folge zu leisten. Oder ihr widersetzt euch und versucht das halt irgendwie mit Gewalt zu klären. So, was ja. wäre euer erster Affekt? So, das ist so, glaube ich, das Interessante. Also. Weil, obviously geht man natürlich diesen Weg ein, weil es halt die Familie ist. Aber ich glaube, es kommt halt immer echt darauf an, man denkt sich das immer so leicht, aber als ob man einfach jemanden so umbringen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist sowieso was man wahrscheinlich nicht kann. Aber ich glaube, da in der Situation würden sich nochmal ganz andere Gefühle auftun oder übermenschliche Kräfte und so. Ja, ist halt wahrscheinlich Adrenalin und alles. Absolut, halt, ne? Adrenalin. Aber das Beste, wenn jemand so vorm Auto steht mit so einer Waffe und sagt, so aussteigen, dann würde ich sagen, ja, einmal so, ah, oh, Moment, einlenken, Kickdown. Ja, Bro, mit deiner Karre geht das halt auch, ne? Aber stell dir vor, du fährst einen Fiat Panda. So, mit einem Fiat Panda kannst du halt nichts machen. Ich fahr so vorsichtig an. Also, ich glaube, in so einer Situation, wie du es jetzt beschrieben hast, wäre das Schlauste, nichts zu machen. Mhm. Weil das würde ja auch von dir verlangen, dass du da zum Beispiel so mit der Situation so umgehen kannst, dass du die Waffe irgendwie von dem drehst und den dann ja, damit richtig, kriegst. Richtig, weil richtig. Eigentlich, also, ich glaube, eigentlich sollte man in so einer Situation eigentlich einfach dem Folge leisten. Ja. Ja. Wenn es dann zu dem Moment kommt, wo es safe ist, dass deine Familie sterben würde, klar, dann könnte man nochmal all in gehen, wenn eh sonst alles gone ist, so, oder? Mhm. Mhm. Aber ich finde halt, also ich glaube, die Überwindung allein, selbst wenn das so ein blöder Urinstinkt des Menschen ist, so sein Rudel, sein Clan oder was auch immer, seine Familie irgendwie safe zu halten, ist doch die Überwindung allein schon ziemlich groß, jemanden ernsthaft zu verletzen, doch eigentlich bei uns ja, allen. Safe. Und ich finde halt einfach, also die Möglichkeit ist halt, keine Ahnung, du kannst ja auch nie genau absehen. Also ist, oder andere Situation, es kommt jemand rein, bricht bei dir ein, der hat eine Waffe dabei und du bist hinter ihm und hast ein Messer in der Hand so und du weißt halt nicht, ist die Waffe geladen und so, stichst du direkt zu oder was machst du halt, weißt du, was ich aber meine? Aber das zählt ja als Selbstverteidigung, wenn jemand bei dir drin ist safe. Mit der Waffe. Ja, die Frage ist, ob man es trotzdem machen kann. Aber dann, das, was auf der anderen Seite dabei rumkommt, ist doch tausendfach... Also, ich könnte doch niemals, wenn da einer steht, dann muss ich irgendwas ja dagegen machen. Ich würde ihm jetzt kein Messer irgendwie in den Rücken rammen, aber ich würde irgendwie den auf jeden Fall umschlagen mit irgendwas. Ja, in den Fuß schießen. Die nächste Frage ist,
Was ist plausibler, die Existenz Gottes oder die Nicht-Existenz Gottes? Jo. Boah, was? Okay, was ist plausibler, die Existenz Gottes oder die Nicht-Existenz Gottes? Also erstmal vorweg, wie definiert man denn einen Gott? Ich glaube ganz erstmal vorweg, wir wollen hier keinem, der religiös ist, auf den Schlips treten. Das ist eine rationale, boah. Ja, weil ich habe nämlich so das Gefühl, man könnte auch Gott als etwas sehen. Man sagt ja so, der Erschaffer von allem. Aber gleichzeitig kommt ja alles von irgendwo her, so aus dem Nichts entstanden. Und vielleicht kann man das so als Definition sehen, jo, das ist dieses Gott, was das alles geschaffen hat. So. Und nicht als jemanden sehen, der über uns wacht und sagt, das hast du aber nicht gut gemacht, dafür kommst du in die Hölle. Also ich glaube nicht an Gott. Kann man das so hart sagen, ja, ne? Ja, kann man schon. Also klar, das Ding ist, ich habe da irgendwie eine harte Meinung. Du bist also Atheist oder Agnostiker dann? Was ist das? Agnostiker ist, glaube ich, wenn man nicht an Gott glaubt, aber an irgendwas. Ein Atheist, glaube ich, wenn man an gar nichts glaubt. Also ich würde mich gar nicht überhaupt irgendwie sagen, ich bin Atheist oder ich bin so und so. Ich glaube bestimmt an irgendetwas, aber ich glaube nicht an diesen typischen Gott, so wie ich das damals kennengelernt habe. Also ich auch damals Kommunion und sowas gehabt, ne? Haben wir auch, glaube ich, gestern drüber geredet. Same, für Cash haben wir das alle gemacht. Wir haben Cash. Alle Kommunion und Firmung haben wir für Geld gemacht. Ja, das Problem ist aber da, dass du im Nachhinein denkst, oh ja, Konfirmation und Kommunion Geld bekommen, aber wenn du dann erwachsen bist, dann zahlst du auf einmal Kirchensteuer. Ich bin direkt ausgetreten. Ja, und ich hab's nie gemacht. Ich bin aber nicht ausgetreten wegen der Kirchensteuer, sondern primär, weil ich einfach mit dem Konzept für mich gar nichts anfangen kann und dann lieber das Geld, was ich der Kirche spende, dann einfach einer anderen Organisation geben kann. Ja, eben, finde ich auch besser. Aber so die Frage ist halt, ich glaube, also für mich persönlich ist die, und das klingt jetzt echt hart, aber die Nicht-Existenz eines höheren Seins wissenschaftlich gesehen auf jeden Fall deutlich plausibler. Echt? Ja. Also das Problem ist halt, es gibt so viele unerklärliche Dinge auf dieser Welt. Wenn man jeden dieser Dinge irgendwie so auf den Grund geht, dann findet man dafür auch eine rational-logische Erklärung. Deshalb, wenn man jetzt halt zum Beispiel sagt, dass das ganze Sein, also was ja beginnt hat mit dem Urknall und so, das ist ja auch irgendwo physikalisch erklärbar. So. Das hat ja einen Grund, dass das passiert ist, ne? Durch Ladung und Teilchen, keine Ahnung, aber so leite ich mir das halt her. Deshalb ist für mich die Existenz eigentlich nicht faktisch plausibel. Nicht faktisch plausibel. Ja. Ich denke halt trotzdem, dass es schon einen großen Sinn hat, dass Leute glauben. Also ich finde das mega, mega kraftvoll. Also ich verstehe, warum Leute an diese Sachen, an Götter, an Gott glauben. Einfach, Glauben gibt so viel Kraft, das ist insane. Glauben ist halt dafür da, um Sachen zu vereinfachen. Weil das Ding ist, wir können uns nicht alles erklären. Das ist dieselbe Frage wie, gibt es Zufall? Ja. Weil rein realistisch, wenn ihr einen Würfel würfelt, würde dir sagen, es ist Zufall. Safe. Aber eigentlich ist es nicht wirklich Wahrscheinlichkeit. Zufall. Eigentlich ist es nicht mal Zufall, weil jede einzelne Komponente wie Wind, Reibung, alles, das spielt da ja rein. Das ist ja alles theoretisch berechenbar. Das ist eine ganz einfache Wahrscheinlichkeit. Wir können es halt nicht berechnen. Ne? Ja. Das ist dasselbe, wie dass wir denken, dass manche... Mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung können wir es berechnen. Ja, aber nicht den exakten Ausgang. Wir können die Wahrscheinlichkeit berechnen. Ja, richtig. Nicht den exakten Ausgang. Ja, das stimmt. Das ist genau wie wenn man denkt, dass manche Teilchen sich willkürlich bewegen, aber wir wissen nicht, bewegen sie sich willkürlich oder können wir es einfach nicht ausrechnen, weil wir einfach noch nicht so weit sind. Und das ist halt die Frage, ob halt Zufälle überhaupt existieren. Und ich glaube, dass Zufälle eigentlich, das hört sich so weird an, weil das ist dann dieses ganze Schicksalsthema, aber ich glaube, dass theoretisch, wenn man unsere Welt in den Anfangsatomen, die wir hatten, genauso nochmal reproduzieren würden, dass wir so gut wie, wenn nicht sogar exakt an demselben Punkt wären, wo wir gerade sind. Weil auch jede menschliche Entscheidung ist theoretisch, wenn es möglich wäre, berechenbar. Ja, das ist das Ding. Also ich glaube auch, so Religionen an sich sind ja ein super wichtiger Punkt in der menschlichen Geschichte und haben ja ganz viel zur moralischen Fügung und zum Sozialleben beigetragen, weil ohne Religion, man kann sich's gar nicht... Klar, ohne Religion hätte es weniger Leid gegeben, aber wahrscheinlich auch deutlich mehr Leid, weil es hat ja Gruppen geeinigt und irgendwo einen Kodex auferlegt, an den sich alle irgendwie halten und so. Und ich sage auch gar nicht, dass es für mich nicht irgendetwas gibt, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mir jetzt die klassische Gestalt von einem Gott vorstelle, wie auch immer er aussehen mag, dass für mich nicht irgendetwas da oben so sitzt oder wie auch immer es ist und über uns alle wacht und über uns richtet. Das ist für mich eine Sache, die einfach so fern ab ist. Also das ist ja für mich eine ganz einfache Sache. Wie will diese Person alles checken? Was alle machen. Nee, das glaube ich auch nicht. Also, ich glaube halt an Energien und sowas. Ich würde auch sagen, Gott wäre eher dann so einfach Energie.
so alles. Ja, richtig, alles, ja, genau. Richtig, richtig, genau. So vielleicht in die genau. Und dem dann diesen Namen zu geben, ich glaube, das ist einfach versinnbildlicht leichter für Menschen, so etwas in Menschenform dargestellt. Ja, und Religion ist ja eigentlich, vom Grundgedanken her ist es ja was Gutes so, aber es ist halt genau wie viele andere Sachen auch einfach im Laufe der Geschichte missbraucht worden. So. True. Deswegen sind also, ja auch viele Kriege. Das ist ja auch nochmal eine Sache, ich glaube, Glauben und Religion, das hat gerade auch jemand im Chat gesagt bei Toni, sind ja immer was anderes. Ist ja was, also ich glaube ja an etwas, das ist ja irgendein Konstrukt. Eine Religion ist ja eine fest definierte Angehörigkeit, der ich mir zurechne. Und das ist immer noch mal was anderes, glaube ich. Reicht. Richtig, aber ich glaube, eine Religion hat ja immer irgendwo einen Vorsteher, einen Gott oder halt irgendein Oberhaupt, was halt, oder mehrere Götter, wie auch immer, an die man sich dann irgendwie hält. Aber ich meine, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass so viele Ethnien und so viele verschiedene Menschen von so vielen verschiedenen Ecken der Erde alle irgendwie ein Konzept für sich und ihre Umwelt entwickelt haben, wie auch immer das aussehen mag, ob es Naturgötter sind oder irgendwas Himmlisches, weiß ich was, oder ne, verschiedene Religionen halt. Das muss ja irgendwo herkommen. Ja, weil Menschen suchen ja etwas für einen Bezug. Ne? Ja, die suchen das. Man braucht das. So Grundprinzipien zu bekommen, um es dann einfach leichter haben im Leben, um dass einem auch Entscheidungen abgenommen von werden, von wegen, mache ich das jetzt? Nein, da steht, ich soll es nicht machen. Also denke ich jetzt gar nicht weiter darüber nach, sondern mach es einfach nicht. Und das ist ja das Problem bei Religion, dass Leute dann oftmals einfach selber nicht mehr nachdenken, sondern einfach das machen, wie es halt da steht, auch wenn es vielleicht veraltet ist. Ich habe mich halt, also ich weiß nicht, ich habe mich damals halt irgendwie immer unwohl gefühlt, so wenn ich immer zur Kirche gegangen bin und sowas. Ich habe das irgendwie nicht so nah in mir, diese Energies fühlen können, so wie mir das vorgelegt wurde. Ich konnte damit nichts anfangen. Ja. Ich war letztens wieder in der Kirche, weil meine Mom reingegangen ist, weil die so schon immer Kerzen anzünden, so für die Familie, für die Zukunft. Ich habe mich lange nicht mehr so fehl an einem Platz gefühlt wie da in der Kirche. Ich gehe da rein und schaue mir das an und denke, boah, das sieht echt geil aus, ist nice gebaut. Aber sobald es halt dann um diese Texte und Gebete und sowas geht, denke ich mir so, weird. So, es ist nicht meins, es ist einfach... Du hast so früh auch eingetrichtert bekommen, weißt du, man diese Aussage gelernt. Ja, so, richtig, genau. Und ich kann immer noch diese ganzen Lieder so mitsingen, aber... Die waren auch gut catchy immer. Ja, das waren Slapper, so, das waren Banger, weißt du, was ich meine, so? Keine Ahnung, Osso, wie heißt das nicht, Laudato Si, Umeo Signore, Laudato Si. Boah, das ist ein Banger gewesen, so. Ja. Kann das mal aber, jemand remaken? Aber im Endeffekt, keine Ahnung, also man saß halt immer so irgendwie da, so, ja... Ich weiß nicht so. Und ich bin auch super oft in der Kirche einfach eingepennt. Ja, ich bin immer eingeschlafen. Wenn Weihrauch kam, bin ich weggepennt. Ich weiß nicht, das war wie so eine Bong, die irgendwie so jemand... Okay, ich glaube, wir switchen zur nächsten Frage. Also ich glaube, ja. Wir können auch einfach 7 Minuten machen. Wir lassen 7 Minuten machen, ja. Die nächste Frage ist, wer war die verrückteste Person, der du jemals begegnet bist und warum? Oha. Boah. Wer war die verrückteste Person, der du jemals begegnet bist und warum? Ich würde sagen, unser Tätowierer. Echt? So schnell hast du eine Antwort? Ja, krass. Ich würde schon sagen, also... Verrückt meine ich jetzt nicht mal so auf übelst, dass er irgendwie scheiße ist oder so. Einfach nur ein crazy Dude. Also der kommt aus Südamerika und hat halt schon seitdem er klein ist irgendwie Ayahuasca genommen und sowas. Also wie klein? Unter 10. Was? Der ist ja in so einem Indianerstamm aufgewachsen. Oh, okay, deswegen, crazy. Das ist so einer der faszinierendsten Menschen, die ich bisher kennengelernt habe. Der hat so geile Sachen immer zu Themen zu sagen, wenn wir über irgendwas reden, während wir so tätowiert werden. Da erzählt er so crazy Sachen, also... Ich denke mir halt so, erstmal so generell eine Definition von verrückt. Also wenn ich jetzt wirklich an verrückt denke, ich denke da direkt an Simon irgendwie, weil Simon ist halt de facto wirklich... Ich finde, Simon beschreibt das Wort Wahnsinn richtig gut. Er ist einfach in allen Wesenszügen hat er einen gewissen Wahnsinn. Aber das ist jetzt nicht so verrückt, dass ich sage, dass der verrückteste Mensch, den ich jemals leibhaftig getroffen habe, mit dem ich auseinandersetzen musste. Ich glaube, den verrücktesten Menschen, mit dem ich wirklich, auch wenn es nur so eine Interaktion von einer Minute gewesen ist, war so ein Typ in den USA an der Tankstelle, wo ich getankt habe. Und der hatte einfach nur einen Schuh an und die Hose war so aufgerissen. Und der hatte so Dreads und der hatte so einen Stock irgendwie mit so ganz vielen Dingern dran, so Kugeln irgendwie. Und der stand halt vor seinem Auto und hat den so auf den Boden gestarrt, diesen Stock. Und ich bin halt dann ausgestiegen und so, yo, you're fine. Und dann hat er auf einmal angefangen rumzuschreien und sich so am Boden also ich weiß halt nicht, ob der drauf war oder so. Aber das wäre so für mich die klassische Definition von verrückt. Und dann kam auch jemand von der Tankstelle und hat den halt mit so einem Wasserschlauch bespritzt und dann ist der halt weggegangen. Es war halt, also das ist so das, wo ich jetzt so dran denke, so verrückt. Aber ich glaube, es geht mehr so um so Personen, die man so kennengelernt hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich habe mal, also jetzt gerade, wenn es darum geht, ich habe auch mal eine Situation gehabt, fällt mir gerade ein.
Da bin ich, da war ich bei Kaufland Neuwied und dann. Kaufland Neuwied klingt schon verrückt. Ja, da sind so, da sind immer so Wände Menschen dazwischen, ne? Zwischen den Parkplätzen. Und ich kam von hinten, so wo es von der Autoschranke so reingeht, langer Parkplatz. Und dann war da am Rand, ganz am Rand so ein Parkplatz, da stand ein Auto und da war ein Typ hinten im Einkaufswagen, der hatte so Bierkästen und so, ne? Und ich komme halt so langsam dahin und der war so am Einräumen und auf einmal schreit er so: Mann, lass mich doch endlich in Ruhe! Und sowas, ne? Und ich dachte mir so, oh krass, mit, wer ist da? Was macht der gerade? Und dann steht er da so, macht weiter und dann komme ich da hin und dann war da niemand. Oh. Und da habe ich mir gedacht, weil er Alkohol da hatte, trinkt er das, weil er was sieht? Ja, ja. Oder sieht er das, weil er was trinkt? Ja. Ich finde schon crazy, dass es jetzt darum geht, um verrückte Menschen und ihr alle drei eigentlich Menschen genommen habt, die entweder drauf waren oder in der Kindheit. Ayahuasca genommen. Wie ist bei dir? Nee, ich, mir ist gar nicht so konkret jemand angefallen, den ich so richtig crazy fand. Nur so Leute, wo ich dachte, so, ja, die waren irgendwie ein bisschen seltsam. Weil verrückt finde ich so schwer in der Definition. Ja. Ich habe überlegt, ob verrückt was ist mit Leuten, wo ich sage, die sind sehr aktiv, die würden so crazy shit machen. Oder Leute, die ich komisch finde. Was ist verrückt? Ja, kennt ihr so Leute, die sagen so, ich bin so crazy? Und dann machen die so, ich glaube, so eine richtig verrückte Person, bei mir so im Umkreis, muss ich ehrlich sagen, ist einfach Simon. Wirklich. Weil der auch manchmal nicht so, also er ist schon einschätzbar, aber manchmal nicht. Manchmal auch nicht. Ja. Also ich habe auch überlegt, aber es wird einen nicht wundern, wenn der plötzlich so nicht mit deiner Gabel piekst oder so, weißt du? Ey, das ist voll oft passiert. Der im YouTube-Haus hat er mich mit dem Schraubenzieher gestochen einfach und ist nachts in meine Wohnung und hat mein Brot gegessen so. Es würde einen nicht wundern, wenn du aufwachst und der steht so vor deinem Bett. Ich würde halt auch von mir sagen, so, also ich würde halt no joke von mir sagen, dass ich auch geistes, ich bin auch crazy verrückt. Ich würde sagen, ich hätte dich und Simon schon in auf meinen eine Augen Stufe? So. Nein, das ist eine andere Stufe. Rivi ist eher so, Rivi ist halt noch so einen ganzen Ticken, also auch super aktiv. Aber dauerhaft. Aber du machst es auch, du nutzt es auch extrem für so Kreativ-Shit. Ja. Also du tust sehr viel von deiner Energie in so Zeug stecken. Ja. Und du bist auch crazy. Du wärst jetzt auch mit dummen Ideen, aber du hast halt auch ultra viele richtig gute Ideen, die auch einfach durchdacht sind. So. Aber Simon gar nicht. Simon hat nur dumme Ideen. Ist es möglich, viel auf die Beine zu stellen und sein Leben krass im Griff zu haben? Oder alle tun nur so. Wie? Das kann auch sein. Ich habe immer mich so gefragt, so. Alle pretenden? Ich habe mir so gedacht, so, yo. Eigentlich bin ich ja erwachsen, aber irgendwie fühlt sich, wie ich lebe, nicht so an, als wäre ich erwachsen. Ich kriege so manche Sachen irgendwie nicht so richtig hin. Ja. Und dann denke ich mir so, wie machen meine Eltern das und so? Oder tun die immer nur so? Ja, und kriegen eigentlich auch das alles nicht so richtig hin. Ja, so Versicherungen und sowas. Das ist wirklich verrückt. Das ist ehrlich so, das ist so weit weg von... Ja, aber ihr müsst doch bedenken, dass ihr halt auch sau viel macht. Also ihr seid halt selbstständig. Das ist halt... Dein Kopf ist ja dauerhaft voll mit Shit. Aber immer so richtige Abläufe. Also ich stehe zwar auch meistens früh auf, aber es gibt Leute, die stehen dann so 7 Uhr auf. Das war der Durchbruch. Das gehört. Bro, das war Junge, komisch. Was du gerade gesagt hast, ist ja über insane. Das waren gerade die Lottozahlen für nächste Woche. Digga, das war verrückt. Schade. Das war verrückt. Die nächste Frage ist, würdest du wissen wollen, wann du stirbst, wenn du könntest? Nein. Dann wird's doch irgendwie... Ja. Also klar, man kann Glück haben und dann sagen die so, yo, in 50 Jahren. Und dann denkst du dir so, oh nice, bis dahin kann ich ja komplett... Dann bin ich ja erst 68. Das Ding ist einfach, ist es nicht scheiße. Irgendwie zu wissen, dass man so ein Ablaufdatum hat. Ja, ich find's auch. Ja, aber das ist doch klar, dass man das hat. Ja, aber du weißt nicht wann und deswegen kannst du eigentlich bis dahin entspannt sein. Stell dir mal vor, die sagen morgen. Alter Digga, was willst du dann machen? Aber das sagen die ja nicht, oder? Ja. Also das passiert ja nicht. Ich meine, was soll denn jetzt morgen... Ja gut, ich flieg morgen mit dem Flugzeug und ihr geht morgen über die Straße und so weiter und so fort. Ja. Aber imagine, du wüsstest es, okay? Und dir würde sogar gesagt werden, warum. Dann könnte man es doch theoretisch avoiden. Ja, eben ja nicht. Nee? Glaubt ihr, dass es so funktioniert, dass das Schicksal dann trotzdem irgendwie einen Weg findet? Wenn man schon so fragen wie beim kann. Death Note. Dann stirbst du halt am selben Zeitpunkt an was anderem. Ja, aber an was denn? Guck mal, was soll denn da passieren? Kriegst du ein Herzversagen? Ja, okay. Dann gehst du aber in so eine Klinik, in so einen Raum. Nee, du bist so ganz sicher und du bist so medizinisch überwacht. Du bist so richtig paranoid. Du arbeitest dein Leben darauf hin und hast eigentlich gar nicht gelebt und das ist mega scheiße. Aber als ob man den Tod nicht tricksen kann. Meint ihr, man kann den Tod nicht dribbeln? Nee. Glaubt ihr nicht? Nee. Aber was ich viel schlimmer fände, also zum Beispiel, wenn man das weiß, wann man stirbt, sagen wir mal irgendwie so, keine Ahnung, 10, 20 Jahren oder sowas, man wüsste das, okay, dann hast du trotzdem so mehr Ruhe. Aber wenn dir jemand sagt, warum, nur warum, und sagt zum Beispiel, ja, du stirbst in einem
Autounfall. Mhm. Dann wärst keine du ja Zeit? Ohne Zeit. Dann wärst du ja jedes Mal richtig paranoid mit Autofahren. Boah, das ist... Würdest du dann noch Auto fahren? Ich fahr so schon kein Auto. Ich würde auch immer Auto fahren. Safe. Also die Chance ja immer da, dass du stirbst im Auto fahren, ne? Gas geben, Mann. Vor allem hier, vor allem hier auf Madeira, so, wenn ich teilweise so überlege, wenn so Leute so richtig krank an einem vorbeiziehen. So crazy, ne? Und ich denke mir schon so, yo, hier ist 90, ich fahre 180 und hinter mir ist einer, der fährt 210, so in so einer Kurve. Das Junge, es ist wirklich insane einfach. Also ich glaube, das Wissen, wann ist dann einfacher zu handeln als... Ob oder ich will woran, beides ne? nicht wissen. Eigentlich will man es nicht wissen, ne? Nee. Nee, ihr habt recht, eigentlich will man es nicht wissen. Ich bin halt eigentlich jemand, der so übertrieben rational ist und gerne so Sachen ein Stück weit plant. Ja. Okay, aber wir fassen nochmal zusammen. Wir wollen auf jeden Fall alle nicht wissen, wie wir sterben und wann wir sterben. Ja. Richtig. Man hat ja auch nicht, man geht ja auch nicht raus und hat diese Ungewissheit, oder? Man geht ja nicht raus und denkt so, oh oh, heute könnte es soweit sein. Heute kann ich sterben, weil das ist ja nicht so. Man lebt ja einfach, ne? Hattet ihr schon Situationen, wo ihr gedacht habt, heute sterbe ich? Boah, ja. Die so close waren? So, ich hatte einmal einen Autounfall, also einen Autounfall gehabt mit einem LKW, da habe ich gedacht, oh, das war echt close, weil der mir so reingefahren ist beim Spurwechsel. Und es war halt genau in meiner Tür und der ist mit so einer Brake, die die halt haben, so am Anhänger da richtig rein und hat es nicht bemerkt einfach. Und ich bin halt glücklicherweise rechts auf den Seitenstreifen ausweichen können. Das war krass. Ich habe Flugangst. Ja? Ich hatte einmal irgendwie bei einem Flug so die mega Schmerzen auf einmal. Kurz vor der Landung hatte ich auch immer so die mega Schmerzen im Kopf. Nicht nur so ein bisschen Ohrendruck, sondern so richtig Schmerzen, dass ich so richtig machen musste. Und ich dachte mir wirklich so, Mann, platzt mir hier gleich mein Gehirn oder was geht hier gerade ab? Sind wir irgendwie zu schnell am Landen? Da dachte ich kurz, ist das gleich vorbei. Aber ich musste auch an Flugzeug denken. Ich hatte eine Zeit lang, inzwischen nicht mehr, ich hatte so... eine Zeit lang richtig Flugangst. Und ich war mir auch einmal, als so leichte Turbulenzen, es war nicht mal so, dass das geblinkt hat oder so, es waren echt leichte Turbulenzen, aber ich war mir aus irgendeinem Grund in dem Moment auch krass sicher, dass es vorbei ist. Ich hatte auch schon meine Handy-Notiz-App, habe schon angefangen zu schreiben, so, ich habe schon abgeschlossen gehabt, wirklich. Echt, so, jetzt? Das ist soweit. Das war so ein Standardding bei mir, immer vor dem Fliegen so eine Nachricht schreiben an die Leute, die ich liebe. Ja. Jedes Mal? Habe ich schon häufiger gemacht. Irgendwann also ich sage halt immer, ich fliege jetzt so und dann ist gut, aber... Aber stell dir mal vor, dann sind die letzten Worte, ich fliege jetzt. Ja, gut, das ist scheiße. Glaubt ihr, das habe ich mich auch schon ganz oft gefragt, wenn man abstürzt und man tippt dann irgendwas ein und man stirbt ja obviously, so man sein Handy, meint ihr, das sendet dann noch vielleicht glücklicherweise? Ich irgendwie? glaube nicht, weil über Ozeans zum Beispiel, da hast du ja eigentlich auch kein Netz. So, das wird halt sehr schwierig. Die Notiz-App oder so, oder hoffen, das Handy nicht kaputt geht halt. In die Cloud oder sowas, ne? Aber ich habe auch jedes Mal Flugangst eigentlich. Aber, echt? Ja, aber mittlerweile ist halt so... Junge, schon wieder wovor heftig. Hast du einfach Angst? Digga, krass. Das ist sau lächerlich einfach, ne? Ja, also ich find's auch komisch, weil die können dir eigentlich nichts anhaben, ne? Weird. Ja. Vor allem als ob so ein Reh, so was soll ein Reh machen? Ein Reh, was soll ein Reh machen? Bro, es ist ein Reh. Ein Rehbaby. Ja. Ja, und dann war da ein Meerschweinchen unterwegs, was soll ich machen? Ja, nur weil du allergisch bist? Nee. Okay, weiter geht's. Wenn du eine Frage aus deinem Leben wiederholen könntest, welche wäre das und warum? Wow. Mein Date mit Rebi. Einen Tag aus dem Leben wiederholen, welcher und wieso? Oh, sau schwer. Das ist wirklich eine krasse Frage. Das ich glaub, ist eine sehr krasse Frage. Bestimmt irgendwas aus der Schulzeit. So, ich habe eigentlich Schule nicht so gemocht, aber ich dachte mir so, dieser Vibe ist schon krass, wenn so Pausenklingel ist und man denkt sich so, ja Mann, geil. Und dann ist man irgendwie so mega nervös, weil man so ein hübsches Mädchen im Flur sieht. Der Tag läuft dann genauso ab, du wie weißt, man den... Du kriegst einen Korb und ist so sau scheiße. Oh. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich so... einen Tag aus dieser Zeit nochmal wieder erleben könnte, würde sich das so voll krass anfühlen. Mhm. Ich habe das Gefühl, damals habe ich so voll krass empfunden. Mhm. Ich habe überlegt, ob es cool wäre, nochmal irgendwie so einen Tag aus der Kindheit, wenn man dann das Feeling auch so noch sich erinnern würde. Mitnehmen könnte. Mhm. Ja, weil ich finde es voll interessant, wie ich damals gefühlt habe. Ich würde auch safe irgendeinen Tag aus der Schulzeit, so Kindheit, wo es Freitag ist am besten, dass man so einen Tag hat, wo man sagt, ja, Wochenende endlich. Und dann, wo wir irgendwie, keine Ahnung, gegrillt haben und so. Und dann, wenn ich nach der Schule nach Hause kommen würde, würde ich mir selbst einen Brief schreiben, kauf Bitcoin. 1000 Bitcoins. Vielleicht so 10. Geburtstag oder sowas, weißt du? Ja, so ein Kindergeburtstag. Aber würde man diesen Tag dann erleben mit seinem jetzigen Kopf sozusagen? Ja, das wäre scheiße. Stell dir vor, du wüsstest alles und würdest dann nochmal geboren werden. Ja, stell dir vor, du müsstest jetzt nochmal, eine Geburt jetzt nochmal, also du würdest selber quasi in deinem geistigen Jetzt-Zustand, du bist zwar ein Babykörper, aber du würdest mitbekommen, dass du nochmal geboren wirst. Boah, ich glaube, das wäre der krasseste Trip. Ich glaube, das wäre richtig schlimm. Nee, das wäre richtig schlimm. Auch wenn ich jetzt in meine 10-jährigen Körper gehe. Ich könnte meine Mom nie wieder anschauen. Wenn ich mich an meine Geburt, wenn wir uns alle an unsere Geburt erinnern könnten, so wirklich, dann würden wir doch unsere Mutter mit ganz anderen Augen sehen. Vergesst ihr auch manchmal, dass ihr so geboren wurdet? Ja, man vergisst es. Man ist ja nicht gespawnt, so. Man ist ja... Aber es kommt einem vor, als wäre man
Man ist ja auch nach Scheiden eher, ne? gekommen. Also, das ist ja einfach. Es gibt Leute, die sich richtig, richtig weit ins Kindheitsalter noch zurückerinnern. Echt jetzt? Ja. Man erinnert sich vielleicht an Fotos oder sowas, die man gesehen hat, aber ich kann mich. Ich weiß nicht, ganz schwer. Ich erinnere mich auch an keinen Namen mehr aus dem Kindergarten. So. Aber wenn ihr jetzt sagen würdet, so wirklich einer der schönsten Momente, so, an die ihr euch erinnern könnt. Boah, das ist echt schwer. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich habe jetzt nicht den einen Moment, wo ich sage, das ist der schönste Moment meines Lebens. So. Vielleicht der maybe Moment, wo ich meinen Hund bekommen habe, so, I don't know. Das war sehr schön so. Es gibt so viele schöne Momente. Aber ich habe halt auch, wir hatten glaube ich auch schon mal über sowas geredet, und da habe ich auch gesagt, irgendwie sowas aus der Kindheit oder so, einfach weil ich glaube, dass so richtig fern ist, so, weil das so am fernsten ist. Ja, ich habe das Gefühl, da könnte man am meisten mitnehmen in die jetzige Situation. So. Mhm. Kommt euch dann eine Person in den Kopf, mit der ihr diesen Tag verbracht habt oder so? Ja, tatsächlich doch. Ja. Es war einer von mir beim Dorf, der hatte ein Baumhaus und da konnten wir immer mit so einer Seilrutsche und sowas spielen. Der war so übergeskillt und war so ein Handwerksguy und wir haben so Erdbunker und so Hütten gebaut. Das war ein Film. Das würde ich gerne nochmal machen. Das würde ich sogar jetzt als Erwachsener in meinem Körper nochmal gerne machen. Ich musste auch denken an meinen besten Kumpel aus der Kindheit. Der war mal quasi mein Nachbar, wir sind immer zu seiner Oma rüber. Mhm. Der muss dann immer auf Italienisch fragen, ob wir am PC dürfen. Und dann haben wir da immer irgendeine Scheiße gespielt, dann hat die uns einen Zitronenkuchen gebracht. Und es war voll zu viel Fußball gespielt. So. Wir haben eigentlich Lego gespielt und so. Ist es nicht irgendwie crazy, dass die meisten schönen Erinnerungen so Kindheitserinnerungen sind eigentlich? Boah, ich hab halt drüber nachgedacht, dass im jetzigen Alter das eher so Journeys sind. So längere Zeiten, so Entwicklungen, wo ich sag, boah, das war eine schöne Entwicklung. Mhm. Kein Moment, kein Tag, aber einfach so, wie gesagt, so das letzte halbe Jahr, das letzte Jahr war einfach so angenehm. Also ich finde, auch heute noch sind immer so auch noch richtig schöne Sachen. Ja. Aber ich glaube einfach, es ist einfach wirklich, weil RIP, Leute! Das kann doch nicht sein! Das kann doch nicht sein! Grad nämlich, gerade wo ich gemutet war, habe ich die letzte Ziffer von Pi gesagt. Die nächste Frage: Welche war die größte und bedeutendste Entscheidung, die du mal treffen musstest? Größte und bedeutendste Entscheidung, die ich jemals treffen bei Professor musste. Eich. Welche Start-Pokémon? Bei mir war es, glaube ich, also es war nicht die ich. Also in dem Moment wusste ich nicht, dass es so eine wichtige Entscheidung ist. Aber für mich war es, nach Madeira zu ziehen. So, gehe ich da jetzt mit oder gehe ich da jetzt nicht mit? War in dem Moment keine große Entscheidung, weil ich war so, ja. War eine krasse Entscheidung. Aber es war keine schwere Entscheidung, meine ich. Du hattest ja auch keine Perspektive. Genau. Richtig. Ich habe schon meinen Ausbildungsplatz. Was hast du für einen? Immobilienmanagement. Echt jetzt? Ja. Oh, we ballin'. In Frankfurt. Nice. Nee, also ich glaube, meine wichtigste Entscheidung war, damals aus meiner Heimatstadt wegzuziehen. Also ich bin in Bielefeld geboren und hätte eigentlich einfach mein Abi da machen können. Mhm. Meine Mutter hat sich dann verliebt gehabt in einen Mann in einer anderen Stadt nach Bonn dann. Und dann hatte ich die Entscheidung halt, gehe ich mit meiner Mama mit oder bleibe ich bei meinem Dad. Und irgendwie fand ich es geil so, obwohl ich dann einen richtig geilen Freundeskreis hatte, irgendwie fand ich es geil so mal einen Neuanfang zu haben, so einen Neustart. Mutig aber. Ja. Normalerweise macht man das nicht. Wie alt warst du da? Nach der 10. Wie alt ist man da? Noch jung, 15, ey. 16? Keine Ahnung. Krass. Also es sind jetzt auch alles so, wir haben halt alle auch echt Glück gehabt, glaube ich, so in unserem Leben. Sonst würden wir jetzt hier nicht auf dieser geilen Insel sitzen und so einen Plausch halten. Übelst lucky. Also wir hatten jetzt, glaube ich, noch nie so Entscheidungen wie, okay, ich hatte einen Unfall und eines meiner Beine muss abgetrennt werden oder weiß ich. Also ganz viele Schicksalsentscheidungen sind bei uns extrem positive Entscheidungen, glaube ich. Und wahrscheinlich ist es bei mir halt auch damals der Move gewesen, ins YouTube-Haus zu ziehen wahrscheinlich. Also gesagt zu haben, es war nicht riesiges Risiko, aber, und es war halt anfangs so ein bisschen Struggle, aber jetzt auch nicht so unglaubliche. Ja, und ich glaube, das war halt eine wichtige und nice Entscheidung. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt irgendwie sowas wie, ja, sowas krasses irgendwie so. Yo, ich, weißt du, man muss sich mal halt immer in die Lage von anderen Menschen versetzen, die irgendwie, keine Ahnung, entscheiden, aus einem von kriegsgebeutelten Land eine Reise anzutreten über das Mittelmeer oder sowas, über mehrere Länder oder weiß ich was, hier, um irgendwie nach Zuflucht zu suchen. Das sind halt krasse Entscheidungen, ja, glaube ich. So. Ne? So, das sind, glaube ich, Sachen, in die wir uns niemals reinversetzen können. Also wir sind da halt so krass blessed und krass happy mit dem, glaube ich, was wir haben. Wir leben quasi von unserem Traum so. Wir lieben, was wir machen Content und wir unterhalten uns so. Aber im Endeffekt geht es uns ja doch sehr, sehr gut halt eigentlich. Ne? Ja. Das heißt eigentlich, uns geht es übergut so. Wir haben halt alle irgendwie so ein bisschen was an Entbehrungen auf uns genommen so. Und es war halt nie
immer easy so, weil es war halt immer ein certain risk da. Ich musste wenig opfern, wenn ich ehrlich bin. Ehrlich? Weil ich halt bei in so einem, ich war halt in so einem Lebensabschnitt, wo ich nichts zu verlieren hatte, weil ich war gerade fertig mit der Schule. So, ob ich jetzt ein halbes Jahr nichts mache oder schon anfange, ich musste nichts wegwerfen, keinen Job, keinen guten Job oder kein Studium, klar, mein Ausbildungsplatz, aber dann hätte ich halt irgendwas anderes gemacht so. Und dann bin ich halt dann da reingerutscht. Klar war es auch absolut dann Hustle so. Ich habe viel in der Zeit, würde ich sagen, aufgegeben, was halt Kontakt zu Freunden angeht und so ein Shit. Da hat man, steckt man natürlich krass zurück, aber nichts irgendwie so job-wise oder so, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt voll die schwere Entscheidung. Sind das denn so bei dir von den Elternseiten her, so bist du da unterstützt worden? Ja. Ja? Also die haben direkt gesagt, mach? Ich hatte halt das Glück, ich hatte ja mit 15 angefangen mit YouTube. Dann hatte meine ersten AdSense-Einnahmen, es waren zwar 200 Euro oder so im Monat. Das heißt, als ich so 15, 16 war, das heißt, meine Mom wusste halt, dass das ein Konzept ist, was funktioniert. Ich musste nicht die ganze Idee nochmal pitchen, als ich hierher gegangen bin. Sie war nur so, ja, okay, für ein halbes Jahr mach mal dein Ding. So. Ich fand das früher richtig schwer. Das kann nicht sein! Nee, also jetzt danach mach ich mir als erstes. Wie kann das denn sein? Wie ist es denn möglich? Es fängt immer so sentimental an. Ich fand das übertrieben schwer. Und dann, ey. Die letzte Frage lautet: Welche Erfahrungen in deinem Leben hat dich am meisten geprägt? Ja, dazu habe ich gar nichts zu sagen. Welche Erfahrungen in deinem Leben hat dich am meisten geprägt, Nia? Muss ich nachdenken. Toni. Da muss ich nachdenken. Toni. Depressionsphase, safe. Ja? Ja, 100%. Also, ich weiß nicht, ob wir so deep werden wollen. Ja, safe, dafür ist es da, okay. Wenn du Bock hast. Also, ich rede da eigentlich ganz, ganz offen drüber. Mhm. Das Ding ist halt, ich hatte eine richtig, richtige Phase so während der Schulzeit noch. Mhm. Ich hatte auch dann die Diagnose bekommen, Depression, ich habe Tabletten genommen, alles drum und dran. War scheiße, war shitty. Aber ich habe das Gefühl, wenn man, und es ist möglich, da so damit zu leben irgendwann, das so seine Wege zu finden, wie man damit, also man wird es nicht wegbekommen, aber man findet seine Wege damit so umzugehen, dass das Leben halt irgendwie worth ist. Und dieser Step zwischen, jo, würde mich jetzt nicht stören, wenn ein Bus mich hittet, zu, jo, ich mag mein Leben wirklich fucking gerne, das ist halt, ich habe das Gefühl, ich wünsche das niemandem, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass man das Leben nochmal deutlich krasser appreciated. Also wirklich auf so eine ganz... Ja. Boah, das ist krass. Da kann ich ein Stück weit, glaube ich, relaten. Als ich meine ADD-Diagnose bekommen habe, weil ich dann endlich wusste, ach, deshalb prügel ich mich jeden Tag mit anderen Kindern. Ach, und ja. Deshalb muss ich immer vor der Tür stehen. Und deshalb bin ich so laut. Wenn man die Diagnose dazu hat, so, dann ist das... Das ist halt wirklich ein Relief so, ja. Weil man dann halt weiß, was quasi bei einem anders ist als bei anderen. Nicht, was mit einem nicht stimmt, sondern weil man dann halt irgendwo sich einkategorisieren kann und man hat ja dann irgendwie so ein Bild halt. Ja, man, ne, hat das Gefühl, es ist nichts konkret falsch mit einem. Nee, richtig. Sondern ja. Man hat halt das einfach. Ja. Ich würde auch bei mir gar nicht sagen, dass das irgendwie so nur eine Sache war, sondern eher einfach wirklich eine Zeit, eine gewisse Zeit. Ja, ist nicht ein Moment eigentlich, ne? Ja, also dass eine ganze Phase so irgendwie in meinem Leben, so eine ganze Zeit so irgendwie viel, viel prägend war. Also gewisse Abschnitte immer. So nach diesem Abschnitt, da habe ich das und das mitgenommen. In diesem Abschnitt habe ich das mitgenommen. Und da sind auch viele Sachen gewesen, die sehr scheiße gewesen sind und auch gute Sachen und so. Aber gleichzeitig denke ich mir so, boah, irgendwie will ich das rückgängig machen. Also wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Aber andererseits denke ich so, davon habe ich irgendwie voll viel mitgenommen. So, auch wenn es im Endeffekt nichts ist, nur die Erfahrung und weiß nicht. Das waren einfach sehr viele Momente, die einfach sehr prägend waren. Eine sehr krasse Zeit, ey. Wie ist es bei dir? Ich habe gerade ein bisschen zurückdenken müssen an die Zeit in Neuwieden hier. Also es gab so eine Zeit, wo es bei uns halt einfach wirklich absolut scheiße war. Mhm. Also wo wir halt wirklich gefühlt jeden Monat knapp darum ringen mussten, irgendwie genug Essen zu haben. Wo wir halt wirklich versucht haben, von Kunst zu leben. Mhm. Deswegen fühlt sich das hier auch nochmal surrealer an, wenn man jetzt so diesen Step so dazwischen sieht. Wir haben uns damals so hart den Arsch aufgerissen so und das, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich denke da irgendwie aber auch oft ungern wieder dran zurück, weil es halt echt wehtut so, wenn man... Ich verstehe das, dass das Ding ist, das ist halt irgendwie ein Learning, was man halt rauszieht und es hat einem super viel Kraft gegeben, es ist aber trotzdem... Man schließt, glaube ich, nie mit sowas ganz ab. Man trägt das immer irgendwie in sich, weil das hinterlässt gefühlt so eine innere Narbe, die halt immer wieder auch mal aufreißen kann. Und das gehört, glaube ich, mit dazu. Und es ist immer super unangenehm, sich daran auch zurückzuerinnern dann teilweise. Weil es sind ja auch schlechte Geschichten und schlechte Sachen da passiert. Und man will das hier irgendwie avoiden und so. Hört sich doof an. Ich würde es auf gar keinen Fall nochmal leben wollen. Mhm.
wäre übel schlimm. Ja. Aber wenn ich jetzt aus meiner jetzigen Position choosen könnte, ob ich das rausnehme aus meinem Leben, würde ich es nicht machen. Ja, das verstehe ich. Weil es wirklich so viel danach gegeben hat. Wie du schon gesagt hast, das mit dem, wie sehr man jetzt eigentlich diese Situation auch hier anders sehen kann, ja. Also wie sehr man das hier auch appreciaten kann, ja. Weil man einfach weiß, wie es auch anders sein könnte, ne? Oder wie lange man es sonst anders auch mitgemacht hat. Aber ich meine, es gehört ja mit zu einem dazu. Ja. So, man hat diese Erfahrung ja gemacht und es hat einen ja auch irgendwie dahin gebracht, wo man jetzt ist. Und es hat einen halt auch krass geshaped. Und ich glaube, dass wir ohne diese ganzen negativen Erfahrungen, wäre immer nur alles geil gelaufen bei allen, dann wären wir jetzt auch nicht hier, dann wäre das was ganz anderes. So, dann hätten wir vielleicht auch einen ganz anderen Ansporn an uns selbst, weil ich glaube, dass diese Täler, die man halt hat und diese schweren Zeiten ganz oft auch eine Chance geben, und auch einen anderen Antrieb halt mit sich bringen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Oder, ja. Ne, wenn es gibt bestimmt auch bei Leuten Momente, wo man sagt, so, die hätten die gerne aus dem Leben. Die haben denen nichts gebracht, außer negative Sachen. Ja. Aber ich glaube, wir sind da in dem Privileg, dass auch wenn Zeiten shitty waren, man trotzdem sowas draus nehmen konnte. Ja, es ist halt wirklich nicht möglich, das auf einen Moment runterzubringen. Ja, ne? Voll. Es sind immer so Zeitabschnitte einfach. Wenn man so, ich hatte so Momente, wenn man gesmoked hat. Und dann hat man so einen Klischee-Kontra-K-Spruch, aber man merkt in dem Moment so, shit, das ist irgendwie true. Es fühlt sich deeper an als und dann fühlt sich voll deep an und du denkst so... Krass. Ey, mega cool. Hat mega viel Spaß gemacht. Boah, die letzte Frage hat jetzt nochmal deep gehittet, habe ich das Gefühl. Ja, aber das ist cool. Ich finde das ganz cool, wenn man die Möglichkeit hat, so super offen, gerade in so einer Gruppe, über sowas zu reden, zu diskutieren und jeder mal zu Wort kommt. Ey, mega geil, dass ihr dabei gewesen seid. Das hat echt Spaß gemacht. Danke fürs Einladen, danke fürs Organisieren. Vielen Dank. Ey, gerne. Kommt gerne wieder. Mhm. Ne? Ey, mega nice. Grüße geht raus an meinen Chat. Ich glaube, bei dir geht es jetzt noch weiter. Yes. Und dann bin ich sehr traurig, wenn ich erst wieder in 3 Wochen hier bin.